Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zu einem neuen Wi-Fi-Battle von mir. Und diesmal, mein Gegner, ihr seht's, ich muss dazu nichts mehr sagen, mein Team ist auch klar. Er hat Motorlander, Lucario, und seit X und Y dürfte klar sein, warum man Lucario ins Team nimmt. Richtig, wegen der Mega-Entwicklung. Und ein Felinara, eigentlich recht interessantes Team, gegen das ich gekämpft habe. Ich habe aber so das Gefühl gehabt, der war nicht so ganz gut. Deswegen war das ein Kampf, wo ich sagen musste, den habe ich jetzt nicht so extrem gut genossen. Da habe ich lieber eine klare Niederlage und habe dann wenigstens ein bisschen was gemacht, als dann gegen Felinara zu kämpfen, weil es hat schon verzweifelt versucht, mich irgendwie zu schwächen. Mondgewalt kratzt mich nicht wirklich. Der Eisenschädel hat dafür schon einiges an Schaden mehr gemacht an Felinara. Ruckzuckhieb, das meinte ich mit, der war vielleicht nicht so gut. Und deswegen habe ich das auch nicht so genossen, diesen Kampf. Naja, das waren eigentlich jetzt verzweifelte Versuche, die er da gestartet hat, mit Diebeskuss irgendwas wettzumachen. Ich habe einmal Schwertanz gemacht, ich mache ein zweites Mal Schwertanz. Und spätestens beim zweiten Mal dürfte eigentlich schon der Sieger feststehen. Es tut mir leid. Ich will die Leistung dieses Trainers nicht in irgendeiner Weise schmälern, aber mit einem Felinara weiter gegen Duoklus zu kämpfen, ist schon ein bisschen schwach. Aeroas sorgt für den sicheren K.O. Für dieses Quietsche-Ding, ey. Boah, dieser Ruf, der fuckt mich so ab. Er schickt Botalander in den Kampf. Der Bedroher senkt meinen Angriff nur um 50%, reicht aber vollkommen aus, um dieses Botalander nachher zu besiegen. Vorher stecke ich aber noch die Knirscher-Attacke relativ gut weg, muss ich sagen. Die stecke ich echt gut weg. Dank des Evoliten. Und der Eisenschädel mit Step sorgt halt wirklich dafür, dass es Brutalander besiegt wird. Und er schickt dann Lucario rein. Und ich habe es eben schon gesagt, seit X und Y ist es eigentlich... Oh. Gut, da ist meine Verbindung weg. Live. Seit X und Y ist es klar, dass da Mega Lucario rauskommt und selbst der Knochen hat. Ich weiß zwar nicht, welcher Trainer einem Lucario noch Knochenharz beibringt, aber okay. Wurde zweimal vom Knochenharz getroffen und die anschließende Sanctoklinge ist aufgrund des Stahltyps von Lucario der sichere K.O. Deswegen Mega Lucario ist eigentlich viel zu overhyped, als dass es da irgendwie wirklich Nutzen draus findet. Naja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich verbinde mich dann neu und... wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.